Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir machen weiter mit den Nebenmissionen. Nachdem wir uns ja letztes Mal um die Genophage gekümmert haben, werden wir jetzt Legion helfen. Und zwar geht es ja darum, um den Virus bei den Geth. Und da sollen wir ja auf das Schiff, und zwar zur Heretics, auf der Station der Heretics. Ich bin auch schon mal im System. Und jetzt müssen wir die Heretics dann noch finden. Achso, ich war da gerade auf dem Planeten, um den zu scannen. Ah, da hinten. Das Meer der Stürme. Wo ist das? Ach, da hinten. Yes. Das sieht gefährlich aus. Ein Punkt so mitten, gar nichts. Mal schauen. Oh, cool. Auch hier werde ich wieder den Text langsam durchgehen. Ihr könnt es pausieren. Gesamtlänge 20,5 Kilometer. Dicke der äußeren Panzerung 8 Meter. Okay. Achso, Legion ist automatisch dabei. Dann würde ich noch sagen... wen nehmen wir denn dann noch mit? Ich nehme jetzt mal dich mit. Yes, ist okay so. Wen denn? Das ist bestimmt kein Urlaub hier. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Achtung! Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard, Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Moralisch betrachtet gibt es zwischen beiden Varianten keinen Unterschied. Wenn sie verändern, was die Heretics ausmacht, töten sie sie. Sie töten ihre Sicht der Welt. Das ist wahr. Umschreiben ist unethisch. Ja, es ist unethisch. Ich würde bei einer organischen Spezies keine Gehirnwäsche machen und ich wüsste nicht, warum ich bei den Geth anders verfahren sollte. Die Überlegung ist irrelevant. Wenn wir sie nicht umschreiben, zerstören wir sie. Darum sind wir hier. Zögern Sie jetzt nicht. Sie werden Ihre Spezies auslöschen, weil Ihre Götter es so wollen. Sie können mit ihnen nicht verhandeln. Sie kennen weder Mitgefühl noch Gnade oder Furcht. Ja, schwierig. Aber wie ich schon gesagt habe, ist für in beiden Sinne eigentlich irgendwo ein Tod. Die Geth sind inaktiv. Vielleicht können wir an ihnen vorbeischleichen. Warte. Feind. Okay, ich darf da also nicht rein. Nein! Okay. Okay, war's das? Okay, ich muss beim nächsten Mal hier wirklich aufpassen, wo ich hinlatsch. Wo sind denn die herkommen? Ah, aus dem Ding vermutlich.
Die Geth-Verteiler bestehen aus verwertbaren Ressourcen. Wir können sie mitnehmen. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Ich verstehe Ihre Unentschlossenheit, was die Heretics angeht. Was immer Sie mit ihnen machen, fügen Sie sich irgendwie auch selbst zu. Ja, sobald Sie zu uns zurückkehren und Ihren Speicher uploaden, teilen wir Ihre Erfahrung, verändert zu werden. Jede andere Spezies, die ich kenne, würde von einer derartigen traumatischen Erfahrung seelische Narben davontragen. Es ist nicht klar, ob man Geth überhaupt traumatisieren kann. Wir empfinden Schmerz nicht so wie Sie. Die Ergebnisse können wir nicht voraussehen. Gehen wir weiter. Ja. Und spannend, muss ich echt sagen. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie werden uns kurzzeitig unterstützen und sich dann selbst zerstören. Das machen wir wie? Muss einfach hingehen, oder wie? Zur Kenntnis. Okay. Übernehmen Gefechtsturm. Hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Munition hole ich mir natürlich mehr. Immer gut. Ah, da haben wir wieder die grünen Sachen hier. Okay, diesmal bitte hier nicht reinlaufen, wenn es geht. Wir sind entdeckt. Ah, fuck. Zielerfassungsbefehl wird bearbeitet. Wo ist der Kollege hier? Optisches Tarnungssystem. Sie wechseln Schatten. Na komm her. Zielkontakt. Okay, ich glaube, das waren alle. So, dann machen wir das hier wieder kaputt. Ach so, na, wir können hier wieder bergen. Naja, gut ist vielleicht für schwere Waffen. Nee. Okay, make it. Immer gut. Ist noch cool gemacht, die Station hier. Oh, und ich höre da schon wieder Gegner. Moin. Bestätige. Einer gefallen. Greifen angegebenes Ziel an.
Nee. Gut. Vorrücken, meine Leute. Also, bis jetzt noch easy going. Ich wette, irgendwo wartet da noch ein Big Daddy auf uns. Geht. Ah, oh, nice. Na? So, komm her. Soll es hier sein? Ist es ein bisschen Lagerraum oder? Jungs, kommt sie wieder? Befehl erhalten. Ich werde da sein. Ah, geil, ich höre die Waffen. Oh, ich wäre nochmal froh auf seine Schleichpassage. Ich will das einmal schaffen. Ah, wir gehen erstmal hier nach rechts. Palladium 2000. Oh, die Musik fängt an. Ich glaube, gleich wird es hier spannend. Also spannend ist eigentlich schon die ganze Zeit, aber besonders spannend. Von da. Wir wurden entdeckt. Befehl erhalten. Ah, verstehst du den Weg? Die Station ist über 15 Kilometer lang. Der Raum erstreckt sich vermutlich über die gesamte Länge. Also, auf der Infoseite stand ein bisschen mehr. G-Terminal. Widerstand. C, C, C. Das Ding. Können wir da jetzt schönes Geld? Das ist wertvoll. Schildstärke. Möchte ich da... Ja, ich muss da lang. Sackgasse. Ah, ich bin noch am Überlegen, alles hier hochjagen und sie auslöschen oder Gehirnwäsche machen. Ah, da will sie zumindest noch leben und vielleicht können sie sich dann da irgendwie verändern. Mega geiles Level-Design. Okay, kein Alarm auslösen. Nein, nein, pass auf. Gott sei Dank. Okay, da kommen wir nicht weiter. Bereit machen. Was passiert, wenn ich den zerstöre? Also in Zukunft nicht zerstören. Zielerfassungsbefehl wird verarbeitet. Ich meine, so gesehen ist ja irgendwie logisch, ne? Wenn die da stehen und vorhin explodiert was, ist ja klar, dass der Alarm dann irgendwie abgeht. Zumindest lokal. Ach ja, ein Versuch war es wert. Aber ist auch die Tür hier grün. Was ist das? Prozessoren. Jeder enthält tausende von Geth.
Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Gehen wir weiter. Ja. Immer das Entscheidungen in dem Spiel. Oh, das sieht nach Feig aus. Hacken ihr Ziel. Führen Pseudo-Command aus. Witzige Anspielung auf Linux. Ist es das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Warten Sie. Ich möchte vorher das Gebiet auskundschaften. Bereit. Möchte ich das? Also eigentlich kommt es ja nicht so wirklich drauf an, oder? Ah, wird schon schief gehen. Medikit lasse ich mal. Okay, probieren wir es mal. Jetzt mit dem Upload beginnen? Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf... Hacken ihr Ziel! Was geht, Deckung? Fuck. Okay, dann bin ich da schon mal drauf gegangen. Ja, okay, doch nicht so einfach. Jetzt machen wir es nochmal. Beginnen Sie mit dem Upload-Link. Achtung, Download von Heretic Runtimes. Führen Pseudo-Command aus. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Okay, Welle 1. Wird erledigt. Befehl A. Okay, lauft. Ich bleibe jetzt erstmal in der Position. Befehl erhalten. Was ist los? Bereit für nächstes Ziel. Achtung,
Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Übernehmen Kontrolle. Ziel erfasst. Zur Kenntnis genommen. Oh, shit. Feind angegriffen. Okay. Ziel mit Kampf. Ich habe das Ziel. Ziel erfasst. Ziel mit Verarbeitung. Okay, nice. Ah, ich habe ein Problem mit der Munition, liebe Leute. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Scheiße, das ist jetzt echt ein Problem. Fuck. Gott sei Dank. Datensuche und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Ich gehe für umschreiben. Wenn sie umgeschrieben werden, werden ihre Leute sie dann wieder aufnehmen? Werden sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden Ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich, Sie hätten das früher erwähnt. Zurück zum Schiff. Im Laufschritt, Leute. Ja, geil. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich da runter? Dahin? Und ich habe keine Munition. Na fuck. Na geil. Das ist jetzt kacke. Habe ich jetzt noch irgendwie was anderes? Ja, die habe ich noch. 180 Schuss. Okay, Leute, Abmarsch. Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, ich werde erstmal unsichtbar. Und da nehmen wir jetzt mal die dicke Wumme. Einigkeit.
Das ist ja... Fuck, 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 fuck. Bitte lass es ein Ausgang sein. Yes! Ein zerstrittenes Haus. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob das eine gute Entscheidung gewesen ist. Ihr dürft gerne drüber diskutieren in den Kommentaren. Das war's erstmal für die Episode. Und dann schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt noch? Tane, Tali, Jack, Miranda. Ich muss die Kollektoren aufhalten. Ich glaube, wir gehen jetzt dann jetzt mit der nächsten Episode ins Portal rein. Und hoffen wir, dass wir da wieder rauskommen. Wenn ja, dann werden wir dort bei den Nebenmissionen weitermachen. Also, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.